meine lieben Freunde, euer Paralyx ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Rayman Redemption. In der letzten Folge sind wir hier an der Stelle, an dem Checkpoint in diesem Level stehen geblieben und wollen nun fortfahren und hoffentlich dieses Level auch mal beenden. Denn wir sind schon echt eine ganze Weile hier drin unterwegs. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man diese verdammten Dinger auch schlagen kann, also müssen wir ihnen gar nicht ausweichen. Mein Fehler, hätte man drauf kommen können, aber naja. So, dann gehen wir hier mal der Reihe nach durch. Ich meine, hier taucht ein Elektronkäfig auf, wenn wir hier ganz durch sind. Na? Oder ist es wirklich nur für das Leben da hinten? Okay, scheint nur für das Leben gewesen zu sein. Naja, auch gut. Wuppa! Schön aufpassen. Einen nach dem anderen fertig machen. Ich weiß nicht, ob die respawnen, deswegen gehe ich einfach mal weiter. Sieht aber nicht so aus. Aber hier können wir tatsächlich runter. Oh Gott. Das war knapp. Okay, was bringt das jetzt? Was machen wir hier jetzt? Bekommen wir zufällig irgendwas, wenn wir... Ach, guck mal. Aha! Dachte, wir bekommen irgendwas, wenn wir eventuell alle von diesen Noten killen. Aber nein. Naja, okay, komm, egal. Wir müssen hier nicht unbedingt alle platt machen. Ich denke nicht, dass wir was dafür bekommen. Verdammt. So, oh. Na, guck an. So, you're the little run crushing distort in causing discord in my kingdom. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, nee, warte. You're the little run causing discord in my kingdom. Der für Diskussionen in meinem Königreich sorgt. Okay, ja, doch. Hab ich verstanden. We were still can. We will feel the wrath of the mighty saxophone. Oh, müssen wir den jetzt... Oh, müssen wir den echt jetzt bekämpfen? Okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist auf jeden Fall auch eine Redemption-Erneuerung. Oder, ne, geht einfach. Okay, gut. Wir schlagen ihn einfach einmal und er geht einfach. Let's go. So, da haben wir es geschafft. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt zwei mögliche... Oh, wir können schon zu den Blue Mountains gehen. Oder wir bleiben noch in Bandland und machen noch dieses Level. Wie viele Cages haben wir? 27. Okay, das reicht noch nicht. Wir haben 1480 Tinks so um den Dreh. Das reicht leider auch noch nicht. Machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Level in Bandland. Let's go! Kann ich mich an das Level erinnern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, weg mit euch. So. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was mich in diesem Level erwartet. Wir schmeißen uns einfach mal feuchtfröhlich einfach in das Vergnügen hinein. Mal sehen, was uns erwartet. So. Okay. Sprung timen. Ah, da guck mal an, was wir hier spawnen lassen können. Oder war das das Level mit diesem super geheimen Secret? Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so. Bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber alles ist möglich. Ich habe das Spiel noch nicht so oft und so lange gespielt, um mir über die Sachen sicher zu sein. Aber hier ist der Magician Token, okay? Den nehme ich natürlich auch gerne mit. Den nehme ich selbstverständlich auch gerne mit. Oh, verdammt. Oh nein, als ob mich das killt. Fuck. Ah, ich dachte, ich würde da unten dann wieder in der Nähe von den Brüdern hier landen, aber leider nicht. Wow. Ah, fuck. Okay, ganz ruhig, ruhig. Ganz in Ruhe einfach nur das Level spielen.
Nicht die ganze Zeit den Rennbutton gedrückt halten, einfach in Ruhe. So, holen wir uns hier wieder das Reichreiter-Upgrade. Na. Schaff ich, ja. Puh, das war knapp. Oh nein. Oh! Lol, okay. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass das Spiel einen einfach rettet. Danke. Dachte, jetzt wäre ich schon wieder tot. So. Die Tings da oben nehmen wir uns noch mit. Natürlich auch die vom Käfig. Warte, was ist, wenn wir... Ah, da oben ist auf jeden Fall etwas. Hier unten ist auf jeden Fall auch etwas. Ah, ein Checkpoint, nice. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da oben ist auf jeden Fall irgendetwas, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Gehen wir erstmal weiter, vielleicht tut sich ja noch ein Weg auf. Haha! Wie zum Beispiel so etwas hier. Hat sich da wieder was aufgetan? Ja, tatsächlich. Okay, sind wir eventuell jetzt bei diesem Super Secret? Nein, nur bei einem Käfig. Aber okay, nehme ich auch. Puh, das war eng. Aber in irgendeinem Level gibt es dieses Secret auf jeden Fall. Auf jeden Fall in dieser Welt. Das kann auch sein, dass wir das Secret einfach schon vollkommen verpasst haben und ich einfach nur ein Idiot bin. Das ist auch eine Möglichkeit. Immer schön alles abchecken, was gespawnt ist. Man kann ja nie wissen. So. Immer wieder ein Checkpoint. Den nehmen wir natürlich mit. Aha, wusste ich doch. So, was gibt es hier denn? Einen Käfig gibt es hier. Scheinbar ignorieren einen die Dinger, wenn man sie einfach auch ignoriert. Deswegen mache ich das einfach mal. Damit wir sich großartig hier auf die schweren Gegner einlassen. So. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen tricky. Aber kein Problem. Da unten was? Nee. Ich riskiere jetzt keinen Blind Jump. Okay. Oh nee, fuck. Ich will die ganze Zeit nach allem Ausschau halten. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass wir das Schicht dann einfach schon verpasst haben. Ist alles möglich. So. Das war eng. Wo könnte dieses Secret nur sein? Ich habe halt echt keine Ahnung. Das finde ich eigentlich... Oh Gott. Das finde ich eigentlich echt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte das nämlich echt gerne in dem Let's Play gezeigt. Okay. Ist auf jeden Fall Ende von diesem Teil. Aber wie gesagt, kann auch alles kommen. Mr. Dog's Reign is disturbing. Regen? Was zum Fick ist Regen? Mr. Dog's Reign is disturbing. The peace of going heights. Of Gong Heights. Okay. I know you will defeat him, Rayman. So I'm going to help you on your quest. Grab this ring. Ah, okay, die Dinger. Grab this ring with your fist and then you will... And they will send you flying. Meine Fresse, ich kann auch echt nicht sprechen. Genau, das ist wieder eine neue Art von Ringen, die es auch nur in Rayman Redemption gibt, nicht im Originalspiel. Mit denen kann man sich schleudern lassen, wenn man es richtig macht. Zack. Das ist, glaube ich, nichts Relevantes. Glaube ich jedenfalls. Da unten ist aber ein Käfig. Ich schätze mal, von der Seite kommen wir da dran.
Aha. Uah. Natürlich, ich bin auch ein Hellseher. So. Jetzt aber zack. Und zack. Wow, wow, wow. Wir wären einfach fast wieder nach oben geflogen. Und zack. Schön langsam runtersegeln, damit wir auch bloß nicht den Ring verpassen. Okay, den ignorieren wir. Sehr schön. So, hier. Okay, jetzt haben wir wieder was spawnen lassen, glaube ich. Ach, Moment. War der vorher auch schon da? Ich glaube nicht. Nehmen wir das Lebenspower-Up doch sehr gerne mit. So. Ich weiß nicht, ob da unten was ist. Ich springe da jetzt einfach mal nicht runter. Doch, da unten ist irgendwas. Puh, okay. Muss man echt schon aufpassen. Aber, cooles, neuestes... Oh! Oh, okay, da hätten wäre was gewesen. Hm, ich hoffe jetzt nicht, dass das das Secret war. Oh, wir werden verfolgt. Also, ey! Okay, da muss man aber schnell reagieren, what the fuck. So. Na, verdammt. Perfekt. Boah, wir verlieren gerade Leben ohne Ende. Jesus. Alter! Okay, da muss man sich echt konzentrieren, was zur Hölle? Das ist echt ein komisches Pattern, was der da fährt. Ah, ne, okay, man muss ja gar nicht mehr. Ich vergesse mal, dass die Käfige eingesammelt bleiben. Puh. Okay, das hat funktioniert. Boah, hier muss man aber echt genau... Nein, okay. Komm, komm. Kill me. Kill me. Danke. Den Käfig will ich, wenn dann, schon mitnehmen. Ich glaube, es ist sogar der letzte, den wir brauchen, meine ich. Oh, geht schon los. Ignorieren wir den Käfig. So. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Das könnte witzig werden. So, jetzt aber. Digga, diese scheiß Blitze, ne? Ha, wusste ich's doch. Sehr schön. Okay, haben wir das auch geschafft. Jetzt kann ich ja wieder anfangen zu reden. Puh. Manchmal, wenn man sich ein bisschen konzentrieren muss, da laufen die Worte nicht so aus einem raus. Aber wir haben das Level geschafft. Sehr schön. Nur die Kiste haben wir nicht gefunden. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. So, wir haben ein Moskito-Level. Sehr interessant. Die dauert nicht so lange. Das können wir machen. Wie schießt man nochmal? Viereck. So. So. Hier gibt es, soweit ich weiß, keine Elektons, oder? Genau, nur den Magician Token und das Ziel. Okay, das werden wir doch wohl hinkriegen. Das werden wir doch wohl hinkriegen. So lange wird das Level schon nicht sein. Verdammt. Ich hoffe, ich bin jetzt den richtigen Weg geflogen. Ich weiß aber nicht, wo der Magician Token hier ist. Aber ich denke, wir werden ihn schon finden, weil eigentlich ist der offensichtlich. Oh, verdammt. Bisschen aufpassen. Muss schon gucken. Ah, da unten, da unten, da unten, da unten. Ah, verdammt. Okay, komm. Kill. Kill. Danke.
Den Magician Token werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Gut, wir müssen also so weit unten wie möglich sein hier. Am besten bleiben wir einfach die ganze Zeit unten. Sehr schön. Und bam. So läuft das. Ah ja, die Augen können wir auch... warte, können wir die nur kurzzeitig legen oder bleiben die zu? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Oh, verdammt. Okay, ein bisschen aufpassen. Weiß jetzt gar nicht, ob wir die... aber ich meine, wir können die dauerhaft lähmen. So, jetzt müssen wir hier schnell sein. Denn wenn wir zu lange brauchen, werden wir zerquetscht. Oh ja, jetzt sind wir schon richtig schön schnell. So. Aber eigentlich müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir unbeschadet durchkommen. Ne? Den Magician Token haben wir ja. So, ey, jetzt bin ich einfach eine lebende Maschinenpistole, Alter. Oh Gott. Okay, aufpassen. Nicht sterben. Aber ich meine, wir sind so gut wie durch. Ja, sehr schön. Yeah! Unser Moskito-Freund ist zurück, Freunde. Unser Moskito-Freund ist zurück. Sehr schön. So, jetzt ist allerdings die Sache. Wir haben schon 17 Minuten. Ich könnte natürlich jetzt noch ein Level starten, aber dann müsste ich es wieder im Part beenden. Das ist natürlich nicht so schön. Ich denke aber, ich mach's trotzdem. Dann wird das ab jetzt nun mal so sein, dass wir die Parts auch in den Leveln beenden. Damit müssen wir dann nun mal leben. So, ey, jetzt lasse ich mich hier aber durchreichen, ne? Mein Gott. Komm, da komme ich doch hoch. Erzähl mir doch nichts. So. Wie komme ich da unbeschadet hin? Ah, so, einfach droppen, okay. Was? Vielleicht auch in dem Level? Ich bin mir sowas von überhaupt nicht sicher. In irgendeinem Level von Bandland war das auf jeden Fall. Irgendwann werden wir dieses Secret finden. Irgendwann. Ich weiß zwar nicht wann, aber irgendwann. Eieieiei. So, hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso, okay, jetzt sind hier die Dinger aufgetaucht, sehr schön. Dachte schon, wie soll ich denn jetzt weiter? Und Checkpoint, sehr schön. Na, ich mache einfach noch so lange weiter, wie es die Partzeit hergibt. Und den Rest gibt es dann halt eben im nächsten Part. Oh, das war knapp. Okay, das muss es sein, das muss es sein. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass dieser Sprung ziemlich eklig war. Zack. Oder kann man das Ding irgendwie spawnen lassen? Ich weiß es nicht. Ich meine, da gab es noch irgendein Hilfsmittel. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder musste man über die Noten drüber springen? Nein, aber es hat geklappt. Und wenn ich jetzt hier hochgehe? Ich weiß nicht, war das die Stelle? Wir folgen einfach mal dem Weg. Könnte sein, dass ich jetzt ein Idiot bin und einfach irgendwo langlaufe, wo ich schon war. Und ja, ich glaube, das ist doch der Fall. Verdammt. Kann man hier runter? Ja, kann man, aber es bringt nicht wirklich was. Schade, schade. Ich dachte, das wäre das Secret gewesen, aber leider nicht. Dann gehen wir eben weiter. Ich meine, das ist... Ist das jetzt das letzte oder das vorletzte Level von Bandland? Ich weiß es gar nicht. Ich meine sogar, es ist das letzte hier. Treffen wir, glaube ich, sogar auf Mr. Saxophon.
Aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht. Ah. Chiquit. Chiquit, Leute. Chiquit. Okay. So ein Ding zum Schrumpfen. Was bringt mir das? Ach, dass ich hier durch kann, oder was? Ja. Ich weiß doch noch nicht genau, wo mich das hinführt. Ach, zu einem Käfig, okay. Na gut. Oh, okay. Ach, warte mal. Hier kann ich ja einfach so stehen, ne? Ja. Sehr schön. Wenn man klein ist, dann sind diese Gegner ein Witz. Was irgendwie lustig ist. Die gefährlichen Gegner sind einfach keine Gefahr mehr, wenn man klein ist. So, Vollgas voraus. War es das schon? Ne, noch nicht. Geht noch weiter. So, verdammt. Verdammt nochmal. Die sind einfach zu klein, die Gegner. Wow, das war eng. Schnell durch. Sehr schön. Immer die ganze Zeit aufpassen. Immer wenn ich so kurz vor so einem Abgrund dann bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich einfach gleich runterfalle, wenn ich versuche, die Faust zu schlagen. Ja, wir sind echt schnell unterwegs, oder? Wow. Okay, der greift jetzt von sich aus an. Nicht so wie die anderen. Ha. Wusste ich's doch. Aber wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs als in den letzten Parts. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und da haben wir auch schon den... Opa, Moment! Hier ist doch noch etwas. Ich wusste es doch. Aber ich glaube nicht, dass das das Mega-Secret ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so erreichbar war. Das schön timen. Okay, nicht das Mega-Secret, aber wir haben auf jeden Fall noch einen Käfig. Sehr schön. Das ist ein Smiley. Dann auf nach unten und beenden. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um diesen Teil des Levels im nächsten Part. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Folgt mir auf Twitter. Und ciao, Leute.